Hallo. Ja, wie ihr in der Überschrift lesen könnt, ich war im Action und also mit einer Freundin und weil sie brauchte noch was und ich kam einfach nicht dran vorbei. Schande über mein Haupt. Und zwar ist sie Trauzeugin bei ihrer Freundin und brauchte danach halt noch ein paar Sachen für Deko, für alles Mögliche und hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte. Klar, hallo, wir reden vom Action. Ja, habt ihr noch einiges gefunden? Einiges ist alt, einiges ist neu, also für mich. Einiges habe ich nachgekauft und so weiter. Einiges ist einfach nur zum Aufräumen da und ja. Auf alle Fälle möchte ich erstmal anfangen mit dem Glitzerpapier. Und zwar habe ich mir davon zwei Pakete gekauft. Das waren auch die letzten beiden, muss ich sagen. Und ich meine, die gibt es schon eine Weile, aber ich habe die vorher nie. Quietsch, quietsch, raschel, raschel. Ich habe die vorher nie bekommen. Nie. Und es hat mich immer so geärgert. Entschuldigt bitte. Es hat mich vorher immer so geärgert, dass ich die nicht bekommen habe. Und es hat mich umso glücklicher gemacht, dass ich sie endlich habe. Und zwar haben wir hier ein richtig schönes Blau, Silber, Grün. Ja. Ich denke mal, bei dunkler wird es nicht. Ich denke mal, das soll schwarz sein. Pink oder lila. Nee, sagen wir pink. Das ist lila und gold. Und ich finde das so schön. Und davon habe ich mir, wie gesagt, zwei Pakete gekauft. Ich werde die anderen mal versuchen, hier reinzumachen. Weil ich muss ein bisschen platzsparend werden. Ich meine, ich habe zwar ein eigenes Zimmer, aber boah, das sieht so wüst aus. Macht ihr euch kein Bild von. Ich finde es gruselig. Ich mag das nicht. So, das ist alles in einem. Jedenfalls habe ich mir das gekauft. Dann habe ich mir, also ich nur halt das, was mir gefallen hat, ne? Habe ich mir Die-Cuts gekauft. Einmal Bordüren. In, natürlich bitte. Oh. So. Einmal in Bordüren. Die werde ich natürlich auch noch einmal ab, damit ihr das mal seht. Sterne. Sterne habe ich noch gar nicht. Und dadurch, dass wir haben ja schon Juni, bald muss man ja auch wieder an Weihnachten denken. Dann habe ich mir einmal dieses Stempel-Set gekauft mit Die-Cut zusammen. Auch frag mich jetzt nicht nach Preisen. Habe ich denn irgendwas da, was. Ui. Was ich euch. Ich habe für eine Freundin habe ich so viele Gastgeschenke gemacht, dass ich erstmal kein Papier sehen konnte. Und zwar, ich glaube, die haben 1,95 gekostet. Also insgesamt habe ich 31,99 im Action bezahlt. Und 1,95. Ja, Clear Stamps mit Schneideschablone 1,95. Und die Die-Cuts an sich. Ich weiß gar nicht, ob die unter Die-Cuts überhaupt Schablonen. Schneide- und Embossing-Schablone. Da hat eine gekostet. Ein. Drei Stück habe ich gekauft. Eins, zwei. Und eine ist wahrscheinlich noch in der Tüte. Die kommt noch. 1,29 €. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, eine kommt dann halt wohl noch. So, ich muss erstmal die Sachen hier rausmachen, die da überhaupt nichts drin zu suchen haben. Die habe ich nur zum Hochschleppen hier mit reingemacht. So, na wie gesagt, einer kommt halt noch. Dann habe ich mir diese Aufbewahrungspacken gekauft. Und die kommen ja in meine Alex rein. Ich habe auch hier drei Stück. Das habe ich euch in der Roomtour ja gezeigt. Und das ist ein Dreierpack gewesen. Der hat gekostet. Korbset 2,22 €. Und das fand ich völlig in Ordnung. Ne? Und da kommt dann halt viel Kleinschnittelkram rein.
dass ich das einfach geordnet habe. Ich stehe auf Ordnung. Ja, die drei habe ich mir. Und natürlich auch rosa. Also wer mich kennt, der weiß das. Und das. Ich könnte das ganze Zimmer in rosa haben. So. Dann habe ich... Ui, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Bevor du runterfällst. Ah, ich habe meine Uhr gefunden. Ich habe gestern nämlich gesucht. So, weiter geht's. Den Block habe ich mir nochmal gekauft, weil bevor der Außensortiment ist, ja, ich stelle euch mal ein bisschen weiter höher nochmal. So, bevor der Außensortiment ist, habe ich mir den auch mal mitgenommen. Weil ich finde ihn so toll. Ich weiß gar nicht, ich habe welche davon. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den habe. Und ich finde das echt toll. Auch mit dem Papier, weil es etwas härter ist. Von meiner besten Freundin, der Mann, die Schwester. Klingt total bescheuert. Aber kauft auch gerne im Action ein. Und sie hat so tolle Sachen aus diesen Blöcken gemacht. Und sie sagte schon, Sani, ich brauche mehr Platz. Das wird auch langsam zu viel bei ihr. Ja, Sari, du bist auch so ein Opfer wie ich. Und, aber sie macht echt tolle Sachen. Ich muss das hier ein bisschen beiseite machen. Dann habe ich mir den hier gekauft. Und ich fand ihn so toll. Hab mir nämlich überlegt, dadurch, dass, wer mich kennt, weiß ja, bin die Kreativa und ihre Bastelperlen, Halbperlen, wie auch immer. Ne? Oh, und dann, man hat viel Platz, auch mit was Perlen angeht. Und man kann trotzdem aufpieken. Und denn, ne, man ist nicht mehr gezwungen, oder ich nicht mehr gezwungen, auf diese kleine Schalten, ne, das kann ich da reinlegen, kein Problem. Aber man ist nicht mehr so gezwungen, das ist dann halt alles so, das mochte ich nicht. Also die waren mir zu klein, nach einer Weile. Und vor allem so kann man die dann auch liegen lassen, ne, das Tütchen rein oder rauf, ne, von mir aus auch das Tütchen rauf, wenn man da auch was hat. Und ich finde das toll. Das ist jetzt so, ja, deswegen hatte ich mir den mitgenommen. Fand ich eine ganz coole Idee. So. Und der war auch nicht teuer. Und ich weiß, dass es Bambus ist, weil da gab es auch noch Trinkbecher von und ja, alles Mögliche halt. Und ich fand das so geil. Ja, fand ich super. Lass mich mal gucken, wie teuer dieses Ding gewesen ist. Ist das die Rocky-Reistafel? Ja, das war eine Süßigkeit bestimmt. Floral, Seife, auch nicht. Büchlein, auch nicht. Auch nicht. Schulsüßigkeiten, Kriesten. Bambusteller, 1,26 Euro. Ja, es tut mir leid, dass es immer so lange dauert. 1,26 Euro hat der gekostet, fand ich super. Ja, wie für mich gemacht. So, dann habe ich mir gekauft. War hier schon der zweite eigentlich? Nee, ne? Hier ist der zweite. Ich habe den in einem Haul gesehen und ich bin ja so ein Winnie-Pooh-Fan, ne? Deswegen heiße ich ja auch Winnie Kreativa. Und da sind Winnie-Pooh-Halbperlen. Ich dachte, ich flipp aus. Habe ich mir gleich zweimal mitgenommen. Nein, werden die gehütet und gehortet. Die waren nicht teuer. Die haben 68 Cent. So, und ich glaube, die hier, naja gut, das ist jetzt Disney, also von der her war das erst in Ordnung. Aber die anderen davon, ne, die nicht Disney sind, die kosten, glaube ich, genauso viel. Und die haben wir 55 Cent gekostet. Also, Action zieht auch langsam an. Ich weiß nicht, wem es auffällt oder aufgefallen ist bis jetzt, aber Action zieht denn doch langsam hoch, ne? Vielleicht war das ja nur zum Anfüttern gedacht. Ich habe keine Ahnung. So, dann habe ich mir Sticky Notes gekauft. Drei verschiedene Sorten, die habe ich nämlich noch nicht. Und einmal diese Variante.
Und da hat ein Packen Sticky Notes 72 Cent gekostet. Da habe ich einmal den Packen gekauft. Den gekauft. Und den gekauft. Und zwar fand ich sie so toll, weil ich irgendwann, also das wird natürlich alles weggepackt. Und irgendwann, ich habe mir ja auch den Kalender von der Sammy-Film gekauft, werde ich ab jetzt jedes Jahr machen. Ne, ich zeig euch meine, also, ne, ich habe da drinne, das ist ja natürlich der Dezember, den hatten wir ja natürlich noch nicht, ne, oder den August. Und ich finde ihn so toll, ne, man hat viel Platz zum Dekorieren und alles, den hatte ich euch schon mal gezeigt. Und, ja, ich mache zwar kein Kalender an sich, dafür habe ich ja Vanessa, der mir gefällt. Aber es gibt ja so das eine oder andere, was ich selber machen möchte. Und ja, dazu brauche ich die dann halt auf mich zugeschnitten halt, ne? Also ich möchte es dann wirklich schon auf mich zuschneiden. Und vielleicht auf A4-Größe muss ich mal gucken, dass ich mir irgendwie ein Ringbuch kaufe oder sowas. Und dieses Ringbuch oder diesen Ringbuch dann so gestalte, wie ich das haben möchte, ne? Mit Videos von YouTube, dass ich mir davon eins mache oder so. Irgendwas, ja, auf alle Fälle. Ja, Ideen habe ich im Kopf. Aber das hat jetzt nichts mit Kreativität an sich zu tun, sondern eher Gedanken, die ich dann halt im regelmäßigen Abstand aufschreibe. Beziehungsweise, was ich nicht vergessen darf, ne? Weil man hat ja doch seine Ideen, was man bei YouTube alles zeigen möchte und sowas alles. Oder wonach man schauen möchte. Deko-Ideen, dass die dann da halt mit reinkommen, ne, und irgendwie muss ich dann halt die Sachen, weil bei mir im Kopf ist das manchmal so voll an Ideen, an Sachen, die ich mir merken muss und sowas alles, und da ist irgendwie bis jetzt jeder Kalender, den ich gesehen habe, einfach völlig ungeeignet. Und deswegen, ne, ich habe jetzt hier zum Beispiel, habe ich mir damals gekauft, das ist ein leeres, also das Ding ist noch leer, aber es ist schön stabil, und da würde ich nämlich ganz gerne so, ich sag mal als Beispiel, ne? Nehmen wir mal an, das ist jetzt mein YouTube-Buch, weil egal ob es voll wird oder nicht, egal wann es voll wird oder nicht, ich möchte alles extra haben. Ich habe ja nicht nur YouTube, ich habe ja auch Stampin' Up beispielsweise, zwar nicht als Demonstratorin, aber Ideen, was ich mit den Sachen machen möchte. So, und wenn das jetzt beispielsweise mein YouTube-Buch, ich zeige das jetzt mal auf die Schnelle, da kommt ja noch, ne, ist jetzt nur eine grobe Idee, wenn das so als Beispiel ist, ne, dass ich denn damit arbeite, mir Blätter zum Beispiel rauszureißen und mir denn auf dieses Blatt kommt dann grundsätzlich hier hin, das andere kommt hier unten hin oder so, und dass man sich dann hier schreibt, hier YouTube, man hat ja auch viel mit Kalligrafie und alles, ne, dass man sich die Dinger denn hier zum Beispiel hinschreibt, dass man einmal mit Datum, einmal welche Überschrift das haben soll und. Also da muss ich mir halt noch was einfallen lassen. Ja, und jedenfalls so in etwa habe ich mir das überlegt. Und da kommt dann halt sowas hin. So, aber ich schweife ab. Dann habe ich mir gekauft solche School-Labels. Die haben 22 Cent gekostet. Das sind 18 Stück. Und ich fand die einfach ganz toll. Ne, die sind rosa, wie gesagt, auch mit dem Buch kann man perfekt benutzen, ne? Und ja, 22 Cent fand ich nicht toll. Einmal in, das ist eher türkis, also es wirkt bei euch jetzt blau, es ist wirklich türkis, ne? Und ja, wie gesagt, einmal türkis, einmal rosa. Dann habe ich mir, ich glaube 49 Cent, habe ich mir solche, Moment, ich muss das erstmal ein bisschen aussortieren. Richtig hinmodeln. Ach, hier ist die richtige Seite. So, wartet mal. Jetzt seht ihr nichts. Diese Agenda-Sticker. Googelt mal Agenda-Sticker, auch bei Aldi. Ich hätte mal nie gewusst, dass die so heißen. Ne? Die habe ich mir zweimal gekauft. So habe ich mir das gekauft. Die hatte ich mir zweimal gekauft, wegen den Herzen. Die hatte ich mir wegen der Goldschrift zweimal gekauft. Ja, und von denen einfach. Die fand ich auch toll, aber halt nicht, dass es für zweimal gereicht hat. Fand ich super. Und wird natürlich auch aufgehübscht, ne? Muss, wie gesagt, man muss dafür auch die Zeit haben, ne? Viele machen natürlich Bojo,
Auch ich habe einen Bujo, ne? Und ich, aber meine, den habe ich letztes Jahr, ja, letztes Jahr im August, September. August, September, Oktober, glaube ich, habe ich gemacht. Und ab November, ja, dann stand Weihnachten vor der Tür und. Also da hatte ich gar keine Zeit mehr dafür. Ne? Das heißt, für mich, das Interesse war jetzt nicht so groß, ne? Und ja. Dann hatte ich mir noch zwei solche Schablonen gekauft. Einmal mit den Blättern, einmal mit den Sternen, weil ihr wisst ja, ist ja bald Weihnachten. Und deswegen kann man das bestimmt mit Sicherheit ganz gut gebrauchen. Die gab es dazu. Dann habe ich mir 3D-Sticker gekauft in Cupcakes. Und weil das sind jetzt 4, 12 Stück. Stand das irgendwo drauf? Nö. Man kann ja rechnen. Aber in der Grundschule, ne? Das sind jetzt 12 Stück und ich möchte ganz gerne meine Mädels einladen. Ich möchte vor meiner Hochzeit, möchte ich ganz gerne noch meine Mädels alle einladen. Zum Kuchenkränzchen. Die werde ich alle zum Kappa einladen. Passend dazu habe ich jetzt diese noch gekauft, um das ein bisschen aufzuhübschen. Ne? Vielleicht werde ich die auch einlaminieren. So wie die sind, einlaminieren, ausschneiden, und dann Gießteil draus machen oder so. Ich muss mal schauen. Auf alle Fälle habe ich mir überlegt, dass ich meine Mädels einlade. Einfach mal noch als so Junggesellenabschiedmäßig. Ja, würde ich ganz toll finden. Ich hoffe, die reichen. Ansonsten muss ich mir noch mal ein Paket dazu kaufen. Ja, so, das war das. Dann habe ich mir ganz unspektakulär einmal Folien gekauft. Das sind einfach so, aber halt die glatten, ne? Die gibt es nochmal in angeraut und ich habe mir jetzt, ups, konnte gar nicht sehen, die glatten gekauft. Das sind 20 Stück drin. Und in diese rauen, die ihr so, die so ganz, die so, ja, rau sind halt. Da sind bis 15 Stück drin für denselben Preis. Und ich fand glatt besser und ich hatte nämlich, ich wollte irgendwas da reinmachen. Da habe ich doch überlegt. Das fällt mir bestimmt ein, wenn ich sehe. Auf alle Fälle kommt da irgendwas rein. Das ist aber nur halt zum Verstauen gewesen. Also ich werde die nicht zerschneiden oder so, sondern einfach nur was zum Verstauen. So, weiter geht's. Dann habe ich mir diese Dosen gekauft. Weil ich bestelle ja natürlich regelmäßig in bei Ali oder bei Doreen Beats oder so. Zeigt natürlich nicht alles, weil ich das einfach Quatsch finde, wenn wegen zwei Sachen die Kamera anzuschalten. Ne? Also ich glaube, so geil ist auch keiner drauf. Auf. Ich weiß nicht, ich bin so bekloppt, ich muss diese Folie abmachen, während ich mich mit euch unterhalte. Das könnte ich übrigens die ganze Zeit machen, wisst ihr das eigentlich? Ich könnte einfach die Kamera einschalten, könnte euch, weiß ich nicht, zutexten ohne Ende. Und könnte nebenbei mein Zimmer aufräumen. Also es muss ja halt die Kamera muss ja gehalten werden, wisst ihr? Und ich quatsch ja nicht, wenn da jemand dabei ist. Also mein Mann ist gerade Fußball schauen bei meinem Cousin. Der hat Männerabend. Da habe ich mir gedacht, schmeiß die Kamera an. Jedenfalls habe ich mir 3 Stück davon gekauft, 1, 2. Und dadurch, dass von Ali ja noch ein paar. Von Ali sei schon. Von Doreen Beats ja noch ein paar Lünetten angekommen sind, aber die wollte ich euch jetzt nicht extra zeigen. Tue ich es natürlich trotzdem. Einmal in Sternchen Gold, Sternchen Silber und einmal diese mit Herz und Schleifen. Ja. Und da musste ich die natürlich gleich einräumen. Ja, wollte ich euch eigentlich nicht zeigen. Also vieles, ich meine, ich habe vieles gekauft, was ich euch nicht gezeigt habe. Aufgrund von, es kommt halt immer nur kleckerweise, ne? Und dann lohnt das immer auch gar nicht. So, habe ich sonst noch? Dann habe ich die hier noch mitgenommen. Konfetti. Wer mich kennt, weiß, ich stehe auf Konfetti wie Sau. Und ja, die Konfetti. Ich zeige euch das mal anhand von denen hier. Also ich guck mal, was sich am besten zeigen lässt. Ich glaube, die sind denn doch schon. Ihr seht ja, hier sind die so, ja, wie Glitzer. Und auf der anderen Seite sind die nur einfarbig, also ohne dieses Glitzern. Das heißt, wenn das zu unruhig ist, wenn ihr das eingießen wollt, nehmt ruhig die andere Seite. Und dafür habe ich sie gekauft. Ne, also, das, ja, deswegen. Sonst hätte ich die nicht mitgenommen, weil ich mag keine Glitzer. Also ich habe genug von diesen Glitzer-Pailletten. Finde ich ganz gruselig. So, was meine ich?
Schere. So, ich ziehe jetzt einfach mal durch. Das war jetzt das vom Action. Und ich ziehe jetzt, weil das nicht viel war, war da mit meiner Freundin danach noch bei Teddy. Und das sind wirklich nur 5 Artikel. Die zeige ich euch ganz schnell. Dann ist die Tüte leer. Aber vorher möchte ich euch noch einen Block zeigen. Ich habe 20 Millionen große Blöcke. 20 Millionen. Ja, fast. Können auch nur 1.999.000 sein. Wer weiß. Ich muss das hier erstmal aus dem Weg räumen, Leute. Das ist kein Platz hier. Ich habe riesen Platz eigentlich, aber so. So, Platz. Den habe ich mir gekauft. Und ich fand den. Der heißt Refreshing Basics. Und ich finde ihn so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn toll. Weil das ist wirklich mal Basic. Basic pur. Für alle ever. Egal in welchem Bereich. Ich finde den klasse. Ich finde ihn auch ganz toll. Und ich warte ja, bis mal wieder was Maritimes rauskommt. Also wer die Macht hat, Action. Action beziehungsweise Craft Sensation zu beeinflussen, macht es bitte in Maritim. Wer die Macht hat. Ja. Ich warte auf Maritimität. Weil viel ist, na klar, ich wohne an der Küste. Ne? So, wie gesagt, das war es jetzt wirklich vom Action. Und ich habe jetzt noch ein paar Teddy-Sachen. Angefangen von dem hier. Der war ja letztes Jahr ganz dolle. 1,25. Ich habe 50 Cent dafür bezahlt. Ne? Also, lasst auch mir mal einen Schnapper gegönnt sein. Habe ich mir gekauft. War auch der letzte, leider. Ne? Dann habe ich mir 3 Stoffbordüren gekauft für 1 Euro. Und das Schöne ist, da sind 2 Meter drauf, selbstklebend. Aber es sieht zu viel aus. Ne? Und das ist einmal in Weiß, einmal in Blau und einmal in Rosa. Also es ist wirklich weiß. Es ist nicht beige oder so, es ist wirklich weiß. Bei beige habe ich noch und ja, finde ich ganz toll. Die habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir eine klare Konfetti. Und solche Herzen habe ich noch nicht. Das sind so Herzen. Da sind aber, glaube ich, nicht nur Herzen drin. Doch, das sind nur Herzen, aber einmal dieses auch ausgeschnittene. Und ich weiß nicht, wie ich euch jetzt zeigen kann, dass es dann halt so geschwungene Herzen sind. Doch, hier kann ich euch das gut zeigen. Das sind halt so geschwungene Herzen in 3 Größen, also in 2 Größen und das Innenleder dazu. Und ja, fand ich ganz toll. Und hier nochmal in Weiß, na klar, wegen Hochzeit. Und nochmal, das heißt das Just Married oder No Married? Nee, Just Married. Warum eigentlich Just Married und nicht jetzt verheiratet oder glücklich verheiratet oder verheiratet als Gesicht oder keine Ahnung. Naja, Just Married halt. Und die Herzen sind, oder die Herzen sind genauso wie die hier, bloß halt in Rot und Weiß, Silber und ja. Das war mein Action Haul. Und noch ein bisschen Teddy. Ich bin so happy, dass ich das jetzt endlich alles, ich meine, ich habe das war letzte Woche, beziehungsweise Dienstag. Wir haben heute Sonntag und am Dienstag war ich shoppen mit ihr. Und seitdem bin ich auch nicht mehr dazu gekommen, in Bastelzimmer zu sein oder irgendwas anderes zu machen. Ja, da war Vorbereitung, da war warm, da war viel Arbeit, da war Garten, da war Haus, da war alles Mögliche. Ja, ihr Lieben, ich hoffe auch dieses Video hat euch gefallen. Oh, ich hoffe immer ganz doll, dass euch die Videos gefallen. Ne? Und ja, ich bin froh, dass ich mal wieder drehen konnte. Als nächstes, ja, also heute kommen noch ein paar. Mein Mann ist ja wie gesagt nicht da und da kann ich mich austoben. Ich muss nur gucken wegen meinem Speicher, ob ich denn noch einen schaffe und die dann auf den Laptop lade. Ja, muss ich mal schauen. Mal gucken, ne? Ihr Lieben, das war's von mir. Das war mein Haul und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüssi.